with the cocoa. Hallo Leute, ja, wir haben es jetzt November. Heute geht es nach Kitzbühel, denn ich gehe die nächsten 4 Monate Wintersaison und ja, ich habe mir gedacht, wenn ich heute schon runterfahre, dann nehme ich euch mit. Ja Leute, ich befinde mich jetzt direkt vor meinem Haus. Mein Dad kommt mich jetzt gleich abholen und dann fahren wir nach Kitzbühel. Ich schwöre euch, es ist mehr Gepäck, als ich eigentlich gedacht habe. Aber ich wollte halt so viel wie möglich mitnehmen, damit ich in Kitzbühel auch Videos für euch produzieren kann. Und deshalb ist es halt jetzt ein bisschen mehr, aber das nehme ich gerne in Kauf. Ja Leute, ich bin jetzt in Kitzbühel, habe jetzt das Zeug in mein Zimmer gebracht. Das Zimmer zeige ich euch dann später noch, ich muss mich jetzt anmelden und so weiter. Und ja, wir sehen uns dann. So, ich habe mich jetzt angemeldet. Dieses Papiergedöns ist sowas von anstrengend. Jedes Mal, wenn du wohin kommst in Österreich, ist diese verkackte Meldepflicht. Und dann musst du dich anmelden, abmelden, voll stressig irgendwie. Ja, habe ich jetzt gemacht. Jetzt gehe ich noch einen Kaffee trinken. Und ich denke, da machen wir noch ein paar Bilder von Kitzbühel. Ja Leute, schaut, wer mich getroffen hat. Das ist der liebe Krampus, ne? Das ist so ein österreichischer Brauch, besonders in Tirol. Die rennen von Ende November bis Dezember rum. Und ja, das ist ein ganz netter Brauch. Viele scheißen sich an. Die Masken werden handgeschnitzt. Das Fell ist meist von Schafen. Und ja, ganz interessant eigentlich. So Leute, kleiner Fakt am Rande. Ihr seht das Geschäft hier. Das hat mit meiner YouTube-Karriere sehr viel zu tun. Und zwar habe ich in diesem Geschäft hier meine erste Kamera gekauft und mit YouTube begonnen. Das ist echt ein emotionaler Punkt hier, denn hier habe ich auf gut Deutsch meine YouTube-Laufbahn begonnen. Ja, und damit gerade bei emotionalen Erinnerungen zum Thema YouTube sind, gehen wir jetzt an den Ort, wo ich meinen allerersten Vlog gedreht habe. Das ist da oben. Und ja, aus dieser Aussicht habe ich damals den Vlog Kitzbühel gedreht. Und ja, ich würde mal sagen, da gehen wir jetzt nochmal hoch. So aus emotionalen Punkt zwischendrin. Ja Leute, jetzt sitze ich hier. Es ist irgendwie schon ein emotionaler Moment, wenn man denkt, dass ich hier meine YouTube-Laufbahn begonnen habe. Und ja, es wird jetzt schon dunkel, deshalb wird das Bild nicht mehr gut sein. Aber 2 Jahre ist es jetzt her. In 2 Jahren habe ich jetzt 1500 Abonnenten fast geschafft. Und ja, an dieser Stelle möchte ich einfach an alle, die dabei sind, mal kurz Danke sagen. Außerdem möchte ich noch kurz was ansprechen. Und zwar, die nächsten 4 Monate bin ich wieder auf Saison. Was heißt, dass ich nicht mehr aktuell Videos uploade. Ich werde mir natürlich Mühe geben, regelmäßig Videos zu machen und alles. Aber ich kann eben nichts versprechen. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, denn ich feiere meine Community. Auch wenn es noch nicht so viele Leute sind. Ich habe definitiv die beste Community, die es gibt und ja, jetzt noch ein paar Bilder und dann sehen wir uns später. Ja Leute, ich bin jetzt in meinem Zimmer und muss jetzt noch auspacken. Damit verabschiede ich mich, würde ich mal sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao.